Hier ist Fat Fred von Fatspielen.de mit der nächsten Ausgabe SimCity 1. Es gab ja schon die Befürchtung, dass ich mit SimCity 1 aufhöre, nur weil ich SimCity 2 angefangen habe. Keine Sorge, auch wenn ich hier das letzte Mal mein Budget absolut an den Nullpunkt gebracht habe, mache ich natürlich weiter. Es geht also immer weiter und auch mit SimCity 1 wollen wir uns dieses Mal um die Haushaltskonsolidierung kümmern. Das heißt, wir haben uns absolut runtergewirtschaftet. Ja, wir sehen es hier, $215 habe ich nur noch hier auf der hohen Kante. Und das Budget ist also aufgebraucht ohne Ende. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen den Haushalt konsolidieren. Wir müssen sparen. Wir müssen unsere Finanzen auf Vordermann bringen. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir hier wieder Geld mit dieser Stadt machen. Okay, so, was können wir machen? Als allererstes müssen wir einsparen. Wie sparen wir ein? Wir gehen hier auf Windows, auf Budget und schauen mal, wo wir hier sparen können. Eine Sache können wir auf keinen Fall machen und das ist bei den Transportkosten sparen, beim Trans. Das führt nämlich dazu, dass wenn wir hier einsparen, dass die Straßen nach und nach verrotten. Und das wird dann richtig kostspielig. Das heißt, wir müssen hier durch die ganze Stadt laufen und schauen, wo wir hier die Straßen ausbessern. Das ist echt scheiße. Das geht wirklich auf keinen Fall. Es geht nicht. So, was wir noch machen können aber, wir können den Polizeischutz runtersetzen. Nochmal auf 50%. Da sparen wir nochmal ein bisschen. Und Feuerwehrschutz, da wir die Desaster sowieso ausgeschaltet haben, können wir das auch mal runter machen. Und vielleicht die Steuern nochmal auf 9% erhöhen. Obwohl, jetzt sehen wir hier überhaupt gar keinen Unterschied, komischerweise. Aber vielleicht kommt das dann noch. Auf jeden Fall auf 9%. Das können wir noch machen. Und wenn wir jetzt hier mal die Umfrage starten, haben zwar 12%, sehen die Taxes, also die Steuern, als größtes Problem an, aber das ist noch nicht so viel. Noch kein so großes Problem. So, das war also das erste Mal. Wir haben die Steuern erhöht und haben die ersten Einsparungen gemacht, Sparmaßnahmen. Und wir sehen jetzt, jetzt kommt wieder Geld rein. Okay, so was können wir als nächstes machen. Schauen wir mal hier auf die Land Value. Wir haben mittlerweile das Problem, dass wir zu viele Gebiete haben mit sehr, sehr niedrigen Grundstückspreisen. Ja, ich wollte ja einmal hier in der Südstadt, da sehen wir es nochmal, hier wollte ich ja bezahlbaren Wohnraum schaffen, doch der ist mittlerweile schon, Stichwort Gentrifizierung, ja, schon so ein bisschen ja, schicker geworden, sage ich mal. Aber wir haben ganz, ganz viele andere Gebiete, wo die Land Value so gering ist und wir überhaupt keine Einnahmen haben, wie jetzt zum Beispiel hier in dieser Stadt, wo auch alles leer steht, hier zieht ja nicht mal jemand ein, oder auch hier in der Südweststadt, wo wir hier nur Tankstellen haben, die sich hier nach der anderen reihen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch wirklich starke Schultern. Ja, wir brauchen Steuerzahler, die uns wirklich, die so viel verdienen, reiche Leute, die wir hier schröpfen können. Es bringt nichts, nur dass wir nur Armenviertel haben. Okay, wie kriegen wir Reichenviertel? Zum einen können wir mal schauen, wie wir hier Industriegebiete, die sehr zentral liegen, wie dieses hier zum Beispiel, dass wir daraus dann doch eher Wohngebiete machen. Oder hier oben, da sehen wir es auch schon, da bahnt sich schon das Rote an, dass wir hier diese Wohnräume, diese Bauplätze nutzen, die am Wasser liegen, damit wir dort Villen ansiedeln können. Das mache ich jetzt also als erstes. Ich werde das Geld nutzen, um hier Villen an den Start zu bringen. So. Das ist hier schön am Wasser. Das sollte die Leute freuen. Das kann man gut verkaufen. Da ziehen dann reiche Leute ein. Und das mache ich jetzt auch glatt. So. Drei Villen. Hoffentlich werden es auch welche. Hier nochmal Park dazwischen jagen. Und schon sieht das Ganze doch viel besser aus. Da könnte doch was entstehen. Wohnen am Atomkraftwerk ist das ganze Thema. Das ist nämlich hier gleich unten an. Aber zum Glück scheint das hier die Leute nicht allzu sehr zu stören. Okay, hier sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Und dieses Industriegebiet, das ist mir auch ein Dorn im Auge. Ihr seht es, hier mitten in der Gegend, in der man eigentlich gut leben könnte, haben wir hier so ein fettes Industriegebiet mit einem Hafen und mit einem Atomkraftwerk. Und das ist natürlich jetzt hier wirklich sehr, sehr ungünstig. Wir werden also das hier sukzessiv abbauen, dieses Industriegebiet, und dort ein Wohngebiet machen. Also, wie machen wir das? Auf jeden Fall erstmal müssen wir leider hier das Kernkraftwerk und den Hafen stehen lassen, weil die sind so teuer, dass ich die auch jetzt erstmal nicht ersetzen kann. Was wir aber machen können ist, dass wir hier dieses Industriegebiet abbauen, das obere. Ich werde jetzt also hier den Norden des Industriegebiets erstmal einreißen und schauen, dass wir dort irgendwie einen Wohnraum schaffen können. Also das erstmal abreißen. Und wir haben hier auch sehr, sehr viele Straßen gebaut. Viele Straßen, viele Schienen. Wir sollten dort auch schauen, dass wir nicht alles doppelt und dreifach bauen, da wir uns auch ansonsten viel zu viel
Geld, dass wir sonst viel zu viel Geld auch in die Straßen, in unser Verkehrssystem einfließen lassen müssen. So, hier haben wir also neuen Wohnraum erschaffen. Ich werde das jetzt auch nochmal wegmachen, diese ganzen Schutt hier. So, das ist eingerissen. Und wie ihr sehen könnt, ist dort die Chance nicht schlecht, dass wir dort vielleicht Leute auch zum Einziehen bewegen können. Ja, es wird nicht so sein wie hier rechts, dass dort alles leer steht. Das könnte ich übrigens auch alles einreißen. Hier ist ja nichts da. Also wirklich denkbar ungünstig. Also, versuchen wir es mal. Ich werde auch gleich mal hier unser Pilotprojekt saubere Stadt so weit fortführen, dass ich auch hier die Straßen einfach einreißen werde und hier nur aufs Schienensystem gehe. So, das ist zwar ein bisschen teurer als erstmal im Unterhalt und auch in der Anschaffung, aber ich möchte wirklich, dass hier das auch erfolgreich was wird, dass wir dieses neue Wohngebiet, was wir hier bauen, dass da die Leute einziehen, dass die Leute es dort genießen, dort zu wohnen und dass wir dort auch keine Probleme haben werden, dass wir nicht an Steuereinnahmen kommen. Also, ich setze alles auf eine Karte. Wie so viele Themen der Ökologie ist es ja auch so, dass hier die Anschaffungskosten und der Aufwand am Anfang zwar etwas hoch ist, aber dann macht es sich hoffentlich es irgendwann mal bezahlt. So, hier werde ich auch gleich mal ein Dings einschließen, ein Bürogebäude reinsetzen, damit das hier auch etwas attraktiver wird. So, und wir schauen jetzt, dass wir hier neue Blöcke bauen. Und ich hoffe, dass die Leute jetzt hier gerne einziehen werden. So, hier nochmal das und auch nochmal einen Wohnblock hinterher. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr nah am Atomkraftwerk. Vielleicht sollte ich hier noch die Polizeiwache hinsetzen, denn da möchte bestimmt keiner leben. Bin ich übrigens auf der höchsten Speedstufe? Ja, es kommt mir immer noch so slow vor hier, aber ihr seht es, das sieht schon ganz besser aus. Das sieht schon wirklich gut aus. Wir haben hier diese schraffierte, ich bin farbenblind, ich habe keine Ahnung, was das für eine Farbe sein soll. Irgendwas Bläuliches oder lila-mäßiges. Auf jeden Fall ist das hier, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Hier werden die Leute einziehen. Hier kriegen wir auf jeden Fall mal wieder Steuereinnahmen rein und haben Wohnraum erschaffen, der auch attraktiv ist für unsere Mitbürger. Okay, also weiter. Hier bauen wir auch nochmal ein kleines Schienenkarree. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Hier nochmal zwei Einkaufsmöglichkeiten anschließen. Ja, hier sehen wir es auch wieder. Kleine Gebäude mit Pool. Das wird eine schöne Wohngegend, das sehe ich, ja. Also, ich habe euch ja mal gesagt, ich möchte ja eigentlich immer verhindern, dass wir hier diese weißen, hellblauen Flächen haben. Und das habe ich jetzt hier auf jeden Fall geschafft. Und wodurch habe ich das geschafft? Auch wieder durch unser Projekt, dass wir alles mit Schienen bauen. Hier sehen wir doch den Unterschied ganz, ganz deutlich. Hier ist Verkehr, da seht ihr die Autos, die auf den Straßen fahren. Hier sind Straßen, da ist es weiß. Und hier, wo wir keine Straßen haben, sondern nur das Schienennetz, da sieht es schon besser aus. Also, was lernen wir daraus? Weg mit den Straßen. Ich will es mal versuchen, dass wir es tatsächlich ohne Straßen schaffen. So. Mache ich das auch mal weg. Die Feuerwehr können wir sogar sowieso nicht bezahlen, deswegen kann ich sie auch gleich einreißen. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwo die Stromleitung durchbrochen. Nein, das sieht noch ganz, ganz gut aus. So. Hier also nochmal zwei Wohnblöcke ansetzen. Schienen. Und dort werden wir jetzt auch den neuen Raum, den wir haben, nutzen, um dort auch den Park weiter auszubauen. Diesen schönen Stadtpark mit dem Stadion, unser altes Stadion, welches wir ganz zu Beginn gebaut haben. Also es ist quasi hier die Altstadt, um die wir uns gerade kümmern. Die werden wir jetzt noch weiter vorantreiben. So, die wird komplett umstrukturiert. Man kann jetzt nur noch mit öffentlichen Nahverkehrssystemen zum Stadion kommen, wie ihr seht. Und hier werde ich jetzt auch einen Park bauen. So, wie ich euch schon mal verraten habe, bringt ein Park nur etwas, wenn ihr Brunnen habt. Ja, die anderen Parkflächen bringen nichts. Das heißt, hier werde ich auch mal wieder alles neu bauen und schauen, dass ich mehr Brunnen bekomme. Das sieht schon ein bisschen besser aus hier. Aber leider, ihr seht es hier an den Häusern, da gibt es keine Pools, keine schönen Häuser. Das sieht wahrscheinlich nicht so gut aus. Dort werden wieder nichts ganz so ansehnliche Blöcke erschaffen werden. Mal gucken, ob wir das hier noch zu verhindern wissen. So. Ein paar mehr Brunnen. Schauen wir mal rauf. Ja, es hat sich ein bisschen verbessert. Bisschen verbessert, aber
Hier sieht es immer noch sehr schlecht aus. Kann auch sein, dass es an der Kriminalität liegt. Gucken wir da mal drauf. Ja. Kriminalität sehr, sehr hoch hier im ganzen Bereich ums Stadion herum, ja. Hooligans und grölende Fußballfans. Mal schauen, ob wir das hier irgendwie auch minimieren können. Ich werde hier doch nochmal eine Feuerwache und auch eine Polizeiwache ransetzen und schauen, ob sich es verändert. So, Kriminalität ist etwas geringer. Land Value. Ah, da haben wir schon wieder ein paar weiße Flächen wegbekommen. Es sieht nicht so schlecht aus. Wir kriegen das hin nach und nach, denke ich. Und auch immerhin haben wir es jetzt hier geschaffen, haben hier, warum ist eigentlich das C unbesetzt? Das frage ich mich auch. Ich werde das dann nochmal wieder zu einem R machen. Also es sieht nicht so schlecht aus hier. Wenn wir jetzt vielleicht noch eine Polizei hinsetzen oder die Polizeischutz wieder ansteigen lassen, dann könnte das wieder was werden. Gucken wir nochmal aufs Budget. Ja, jetzt machen wir nämlich gerade Dick Plus. Dann können wir doch mal den Polizei- und Feuerwehrschutz wieder auf 100 setzen und schauen, was passiert. Ändert sich was in der Kriminalität? Ja, die ist jetzt noch sehr, sehr hoch. Das heißt, wir gehen dann nochmal rauf. Ich hoffe, das ändert sich, wenn wir jetzt gleich nochmal die zweite Mal raufgehen. Immer noch nicht. Obwohl sie mehr Geld bekommen haben. Das heißt, wir brauchen mehr Polizeiwachen. Das reicht nicht aus. Hohe Kriminalität in Fat City und wir müssen da was gegen tun. Okay, hier haben wir noch eine Polizeiwache, da ist eine Polizeiwache. Da könnten wir vielleicht hier noch eine reinsetzen. Dann sollte das auch was werden. Eigentlich eine sehr hohe Dichte hier an Polizei. Müsste jetzt eigentlich auch ein bisschen besser werden. Oh ja, jetzt haben wir es. Jetzt hat es jetzt auch gesamt aufgeklärt. Ihr seht, überall ist jetzt die Kriminalitätsrate zurückgegangen. Jetzt hat die Polizei wieder mehr Geld bekommen und schon macht es sich hier bezahlt. Sehr schön. Gucken wir auf den Grundstückswert. Hat sich da auch was geändert? Jawohl, hier sind auch wieder die Flächen, die weißen oder die hellblauen Flächen wieder zurückgegangen. Sehr, sehr schön, sehr gut. Ihr seht, es macht sich dann doch bezahlt, dass man sich da hier rum kümmert. Und auch dort oben werde ich mal das letzte Stück Straße eliminieren, damit dort auch die Luftverschmutzung geringer wird und wir dort vielleicht auch dieses kleine weiße Fleckchen ausmerzen können, welches dort den Grundstückswert sabotiert. So, wir müssen warten, bis die Brücke sich schließt. Das hat sie jetzt getan. Jetzt werden wir da einen Tunnel ransetzen. Das heißt, auch unsere Freunde auf der Insel werden ab sofort mit der Bahn zur Arbeit fahren. Und auch hier werde ich hier die Schiene setzen. So, bis dahin haben wir es jetzt gemacht. Und das sieht doch alles schon ein bisschen besser aus. Okay. So, ich würde sagen, Haushaltskonsolidierung erfolgreich abgeschlossen. Oder nicht abgeschlossen, aber auf jeden Fall das erste Kapitel aufgeschlagen, bearbeitet, zu Ende gelesen und abgeschlossen. Denn, wie ihr hier seht, bei unserem Baumenü ist nichts mehr ergraut. Das heißt, nichts ist mehr grau hinterlegt. Wir können alles bauen, vom leichten Abriss bis zum schweren Flughafen ist alles wieder dabei. Wir gucken auf unser Budget und da sehen wir es. Wir machen immerhin $500 jedes Jahr gut. Das heißt, wir haben erstmal den kompletten Bankrott von Fat City abgewendet und konnten uns hier mit schönem Wohnraum im alten Industriegebiet und mit einer Fortführung des ökologischen Projekts Straßenfreie Stadt unsere Stadt wieder auf Vordermann bringen, hier im Jahre 2096. Und das nächste Mal geht's weiter. Euer Fat Fred von fatspielen.de.